Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Wer kennt das nicht, dieses leidige Übergewicht? Und auch in unseren Ländern spricht man mittlerweile von einer Übergewichtspandemie. Und zu diesem Thema, vor allen Dingen zu verschiedenen interessanten Lösungsansätzen, die wirklich effizient sind, habe ich heute Frank Schulze hier und werde mit ihm über dieses ganz weitgreifende Thema sprechen und freue mich sehr. Hallo Frank. Grüß Gott. Ja, schön, dass du da bist. Frank, du bist ja gelernter Biolandwirt und hast noch eben eine ganzheitliche medizinische Ausbildung. Die Kombination ist ja perfekt. Sieht man so nie in der Kombination, würde ich jetzt fast sagen. Mhm. Und gerade bei dem Thema Übergewicht kannst du sicherlich aus deiner jahrelangen Erfahrung, wo du mit Menschen gearbeitet hast, auch ganzheitlich eben auch kranke Menschen betreut hast, sicherlich einiges dazu sagen. Wie siehst du denn aktuell die Lage und die Zahlen und was macht das so mit dir als ganzheitlicher Arzt? Es bedrückt mich, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Ja, also wir wissen heute ja ganz klar, dass wir zu viel essen und uns zu wenig bewegen. Das ist das Hauptthema. Ja. Ja. Und die Zahlen, die man in 2017 veröffentlicht hat, gerade in der Schweiz, ist erschreckend, dass 47% der Männer übergewichtig sind und mindestens 38% der Frauen. In Deutschland ist es noch viel schlimmer, da sind 67% der Männer und 53% der Frauen übergewichtig. Und wir haben in Deutschland beispielsweise 20% der Bevölkerung haben einen BMI über 30. Das heißt, beginnende Adipositas. Mhm. Ich meine, wir wissen heute sehr genau, dass das Übergewicht einfach viele Krankheiten nach sich zieht. Ob das Stoffwechselerkrankungen sind wie Diabetes, ob das Tumorerkrankungen sind, ob das chronische Entzündungen sind. Mhm. Es läuft im Endeffekt alles auf die Lebensgewohnheiten hinaus. Sprich also Ernährung und Bewegung. Jetzt wissen wir natürlich bei den Menschen, wir kennen das alle, man wird ja auch verführt. Ja? Wir haben den Zucker als Suchtmittel, wir haben eben Fette als Geschmacksträger. Und jetzt hat die Industrie natürlich anscheinend nicht wirklich den Sinn, uns gesund zu machen, sondern wir werden permanent verführt durch die Kombination von viel Kohlenhydraten mit viel Fett, aber nicht auf guter Qualität. Somit ist man ja immer in diesem Suchtverhalten. Ja? Also man merkt das ja auch, wenn man zum Beispiel jetzt mal 3 Tage auf Zucker verzichten würde, man bekommt sofort Kopfschmerzen, Entzugserscheinungen. Und gerade bei Übergewichtigen gibt es ja eben auch diverse Studien, die zeigen, dass dann eben auch das Hungergefühl nicht wirklich oder das Sättigungsgefühl nicht wirklich einsetzt. Aus deiner Sicht jetzt mit deinem ganzen Hintergrund, hast du da eigentlich auch schon mal eine Lösung gefunden, wie man eben diesen ganzen Hürden, wie kann ich das als Mensch, der unter Übergewicht leidet und nicht weiß, nicht ein noch aus, wo man einfach noch nicht den Drang hat, sich jetzt mit Rohkost zu ernähren oder gesund zu kochen. Man ist wirklich so in diesem Fastfood gefangen, aber man möchte, aber es geht nicht. Also so dieser Übergang. Ja, also das ist eine ganz große Herausforderung. Mhm. Ja. Und wir sehen ja auch, wenn wir in die Buchhandlung gehen, es gibt ganze Abteilungen nur über Diäten, ja, und Ernährungsvarianten und Möglichkeiten, einfach um ja auf der einen Seite natürlich das Angebot oder die Nachfrage gestaltet auch natürlich das Angebot, das ist klar, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, es bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig. Und das ist eine uralte Weisheit, die musste nicht erst neu erfunden werden. Die heißt, Kalorien runter, weniger essen, mehr bewegen. Dieser Schritt fällt vielen Menschen sehr schwer. Weil die ersten Tage natürlich, wenn ich weniger esse oder vielleicht sogar faste, die machen
Probleme. Schon allein die Vorstellung macht Probleme, ja. Mhm. Also es gibt ganz wenige, eine ganz geringe Prozentzahl der Bevölkerung ist bereit zu fasten, weil das ist einfach die Angst vor dem Hunger, die Angst vor dem Verzicht, es nicht zu haben. Ja, man liebt ja das Essen, genau, das Gesellige, ja, und dann Weinchen dazu und genau, Süßchen. Genau. Das ist ein Schritt, das ist eine Entscheidung. Ich glaube, wir kommen nicht umhin, es zukünftig viel häufiger zu tun. Die Entwicklungen sind dramatisch. Und ich bin wirklich kein Schwarzmaler, aber ich war, als ich die Zahlen rausgesucht habe, um mich ein bisschen auf das Thema vorzubereiten, war ich erschüttert. Ich war wirklich erschüttert, wie die Entwicklung in der Welt generell sich zeigt und natürlich in speziellen Ländern wie China zum Beispiel, die einen enormen hohen Prozentsatz an Diabetikern haben und natürlich auch die Prognosen seitens... Mittlerweile, weil sie die europäische Kost übernommen haben. Genau. Ja. Und die Prognosen für Diabeteserkrankungen von der WHO sind erschreckend und parallel dazu natürlich auch die Entwicklung der Tumorerkrankungen, denn die sind direkt gekoppelt an Übergewicht. Okay, was kann man tun? Wenn man heute in die Literatur schaut, dann gibt es eigentlich nur noch, eine Methode, wie man ohne Hunger fasten kann. Mhm. Und das heißt, die Zufuhr von Nährstoffen scheint, darüber gibt es noch nicht viele Arbeiten, ganz vorsichtig geht man an das Thema ran, die Zufuhr von Nährstoffen scheint also das Hungergefühl zu unterdrücken, obwohl man Kalorien reduziert hat. Wir haben vor 6 oder 8 Jahren damit begonnen zu überlegen, wie könnte man das anstellen, wie könnte man da helfen, dazu beitragen, wie könnte man auch Tumorerkrankten helfen, ihre Ernährung etwas zu variieren. Stärker pflanzenlastig als tierisches Eiweiß, weniger Kalorien, sprich weniger Zucker, weniger Kohlenhydrate, dafür aber eben hochwertige Nährstoffe. Und daraus entwickelte sich dann unser Nährstoffwürfel, der aus ganz pflanzlichen Rohstoffen hergestellt wird, ohne Synthetik, ohne Konservierungsstoffe und ohne Geschmacksverstärker. Und der hat die Eigenschaft, dass er also, wenn man ihn über im Laufe des Tages isst, in bestimmten Abständen und so weiter, dazu gibt es ein Programm, dass man dann wirklich keinen Hunger hat. Ja. Mhm. Und das Verrückte dabei ist, das sind eigentlich die Nebenwirkungen. Keinen Hunger, tiefer Schlaf und große Leistungsfähigkeit. Wir bekommen immer wieder von Anwendern berichtet, dass sie also das überhaupt nicht von sich kannten. Dass sie so auch leistungsfähig sind. Auch von Adipösen, sind. Die wirklich auch seit Jahren unter ganz viel Übergewicht leiden, die nicht ein noch auswissen. Was gibt es da für Rückmeldungen? Also die größte Frustration ist ja eigentlich dieser Jojo-Effekt. Ne? Mhm. Ja. Und der scheint also eng gekoppelt zu sein. So ist jedenfalls die Forschungssituation, also die Ergebnisse der Forschung an Nährstoffversorgung. Klar, wenn ich übergewichtig bin, dann habe ich mich natürlich kohlenhydratreich ernährt, aber ohne Nährstoffe. Mhm. Also leere Kalorien, wie wir sagen. Das bedeutet, um einem Jojo-Effekt vorzubeugen, muss ich die Nährstoffe auffüllen und dann verhindere ich eben diesen Jojo-Effekt. Ja. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Ja, das scheint so zu sein und so sind auch unsere Erfahrungen. Wir begleiten ja viele Diabetiker oder Übergewichtige bei dem Thema. Es geht nicht immer um 10, 15 Kilo, das ist nicht die Frage. Ne? Sondern die Frage ist, wie bekomme ich ein gesundes Gewichtsmanagement hin, dass ich mich wohlfühle in meiner Haut, dass ich leistungsfähig bin und vor allen Dingen Bewegungslust entwickle. Das ist ja das größte Thema, ja, dass man sich eigentlich nicht mehr bewegen will. Ab einem bestimmten Punkt ist man faul und ist träge und findet es gemütlicher auf dem Sofa. Ja. Jetzt soll ich auch noch rausgehen, jetzt ist da draußen der Wind, um Gottes Willen. Ja. Bei den Übergewichtigen haben wir ja das Thema, dass der Magen ja eine gewisse Füllmenge hat, also ein Volumen, was jetzt bei schlanken Menschen etwas geringer ist. Ja, es wurde ja über Jahre hinweg, sage ich mal, gedehnt durch Überessen. Ich meine, deswegen gibt es auch die gesunden Menschen, die hören bei 80% Essen auf, also bei der Sättigung, vor der Sättigung. Und gibt es dazu Erkenntnisse, dass auch das Magenvolumen sich eben zurückbildet, dass dann auch wirklich der
Adipöse den Profit hat davon, dass er danach einfach weniger essen muss, um satt zu werden? Also ich glaube, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen Adipösen, die, keine Ahnung, ein Übergewicht von 20, 25 mhm. Kilo haben und von Leuten, die ein Übergewicht oder ein schwankendes Gewicht von plus minus 5 bis 7 Kilo haben. Ja. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Ja. Die Gewohnheitsesser, die Gewohnheitsnascher, die dann solches Übergewicht aufbauen, die haben es natürlich schwerer, ganz klar. Die brauchen eine Begleitung. Die brauchen auch, wie soll ich sagen, vielleicht auch psychotherapeutische Begleitung. Also zumindest, sie müssen jemand haben, mit dem sie in Kontakt sein können, wenn sie wollen. Auch da muss das Programm, das Bewegungsprogramm sehr spezifisch, sehr individuell sein. Man kann das nicht standardisieren, mhm. ist meine Erfahrung. Aber wenn ich von einem normalen Gewichtsmanagement spreche, zwischen 5 und 7 Kilo, sagen wir mal, mhm. das geht schnell, ja. das hat man schnell drauf. Das hat man auch schnell wieder runter und auch schnell wieder drauf. Ja. Dann würde ich sagen, das ist also die größere Zahl. Für die ist das ja auch der Einstieg in Richtung Adipositas mhm. und BMI über 30. Ja. Also die ersten Anzeichen sind natürlich, dass plötzlich die Konfektionsgröße nicht mehr passt, ja, mhm. dass es zu eng wird, dass der Gürtel nicht mehr zugeht und man jetzt plötzlich dieses nächste Loch nimmt, ja, bei den Männern beispielsweise. Oder dass man plötzlich von der Frau nachts geweckt wird, du schnarchst oder du hast Atemaussetzer, ja, Schlafapnoe. Die nächtliche und so weiter und so weiter. Es gibt viele Anzeichen. Ja. Ja. Oder das, früher hat man gesagt, dass die Ameisen sich am Urin, den man auf die Erde uriniert hat, sammeln. Dann weiß man, aha, da ist Zucker drin. Ja. Gerade interessant bei dem Thema Übergewicht kommt ja auch immer das Thema Diabetes mit einher. Und wie sieht es aus mit dieser Nährstoffkombination, mhm. mit diesem mhm. Cube, wo du schon genannt hast, mhm. in Bezug auf die Insulinausschüttung? Jetzt für Diabetiker ist es ja wichtig, er muss ja dementsprechend mhm. Medikamente nehmen. Also wir haben die Erfahrung gemacht, wobei ich dazu sagen muss, wir haben dazu nie eine Studie gemacht. Mhm. Weil es ist ja ein Lebensmittel und mit Lebensmitteln Studien machen, das ist sehr schwierig. Wir haben jetzt mit ein Projekt laufen, da geht es um Fatigue-Syndrom nach onkologischen Behandlungen. Da scheinen sich also Dinge zu entwickeln und auch darzustellen, die man auch messen kann und so weiter und so weiter. Was diese Diabetiker anbelangt, kann ich nur Erfahrungsberichte wiedergeben. Und die sind eindrücklich. Mhm. Diabetiker sind ja bekanntermaßen, wenn sie Antidiabetika einnehmen oder Insulinspritzen, sind ja die besten Menschen, die sich am genauesten beobachten, alleine durch das Zuckermessen. Mehrfach Typ 1 am Tag. Dann? Typ 2. Ich rede von Typ 2. Diabetes Typ 2. So, das heißt also, da ist das Übergewicht eng korreliert mit der Insulinresistenz der Zellen. So. Unsere Erfahrung ganz klar, wenn die Leute sich an das Programm halten, was wir ihnen empfehlen und vorgeben. Dazu können sie natürlich uns kontaktieren in der Firma. Da sind immer Mitarbeiter da, die sind entsprechend geschult. Oder sie können letztendlich auch mich kontaktieren. Ich kann dann auch mit Rat und Tat beiseite stehen. Aber das braucht es eigentlich nicht, weil sie sehen, wenn sie plötzlich eine skalierte Ernährung haben, die reich ist an Nährstoffen, und ich spreche da jetzt von 100% Deckung täglich, entsprechend den DGE-Vorschriften okay. oder Vorgaben, und eine natürlich starke Kohlehydratreduktion. Automatisch verliert der Mensch Fett. Automatisch ist die Insulinkonzentration im Blut nicht mehr so hoch. Das ist mhm. die direkte Folge. Damit reduziert sich auch oder verbessert sich die Insulinsensibilität wieder an der Zellmembran. Es gibt keine Resistenzen, keine, wie soll ich sagen, Störungen diesbezüglich. Und im Laufe der Zeit, in diesen drei Phasen, die gehen so über 3 Monate, würde ich sagen, in solchen Fällen,
Brauchen Sie keine Antidiabetika mehr? Sie kontrollieren das ja täglich, wie sich Ihr Blutzucker entwickelt. Dementsprechend können Sie adaptiv Ihre Antidiabetika anwenden. Wir haben einige Ärzte, die das Monitoring machen bei ihren Patienten, die das gemacht haben und die sind schwer beeindruckt. Wie wir auch, ja. Also es geht. Also ich meine, es ist ja auch klar. Diabetes ist für mich persönlich also letztendlich nur ein Symptom, keine Krankheit. Mhm. Es hat sich inzwischen als Krankheit manifestiert, es hat einen ICD-Schlüssel und so weiter, gar keine Frage. Aber das ist das Ergebnis von Fehlernährung und Mangelbewegung. Ja. Zumindest Typ 2. Ja. Typ 1 müsste man gesondert betrachten. Auch da ist es wichtig für viele Typ 1-Erkrankte, dass sie sich viele Nährstoffe zuführen. Und zwar eben Nährstoffe über pflanzliche Rohstoffe, Rohkost, weniger in Form von Nahrungsergänzung, weil da sehr viel Synthetik drin ist und das unser Stoffwechsel einfach nicht so richtig mag. Und in dem Cube ist dann keine Synthetik drin. Da habt ihr, glaube ich, extra drauf geachtet. Ja? Also wir haben überhaupt keine Synthetik verwendet. Es sind reine Pflanzenrohstoffe. Mhm. Also sprich landwirtschaftliche Rohstoffe. Ich nenne jetzt mal welche. Leinsamen, Sonnenblumenmehl, Hafermehl, glutenfrei und so weiter und so weiter. Ja, also du hattest schon angesprochen, es entspricht den Richtlinien der DGE. Mhm. Die empfehlen ja eben auch Getreide und Brot und diese ganzen Geschichten, was ja eben für einen Diabetiker das Super-GAU ist, vor allen Dingen für den Typ-2-Diabetiker. Genau. Und ihr füllt wirklich die Kohlenhydrate aus Pflanzenstoffe und das genau. ist ein riesen Unterschied für den Körper wahrscheinlich. Da gehe ich mal schwer davon aus. Ja, ja, ja. Also wir haben keine Mehlprodukte. Mhm. Also es wird jetzt eine neue Variante geben mit Hafermehl. Da geht es allerdings mehr um den Faseranteil, weil natürlich der Faseranteil von dem Produkt enorm hoch ist, damit die Darmbakterien wieder in Funktion kommen bzw. gut genährt werden. Was passiert, wenn sie gut genährt werden? Also hauptsächlich natürlich über die Pflanzenfasern. Sie bilden kurzkettige Fettsäuren wie die Buttersäure. Und die Buttersäure ist einerseits Energielieferant für die Darmschleimhaut und andererseits auch schützt sie die Darmschleimhaut vor chronischen Entzündungen. Was beim Diabetiker durch den hohen Insulinspiegel immer mit eine Erscheinung ist, dass er nämlich eine chronische Entzündung auf der Darmschleimhaut hat. Er nimmt das gar nicht wahr. Wir nennen das Silent Inflammation, also nicht spürbare, stille Entzündung. Das spielt immer eine Rolle mit. Und wir müssen schauen, dass der Betroffene da rauskommt. Mhm. Ja, das heißt also einerseits bieten wir ihm eine Nahrung an, die kein Mehl enthält, damit kein Gluten, glutenfrei Super. Ist. Ja, perfekt. Gleichzeitig laktosefrei. Mhm. Also von der Seite her es keine Reaktionen geben kann, aber gleichzeitig viele Pflanzenfasern enthält und vor allen Dingen viele Nährstoffe, die auch für die Darmbakterien ganz wichtig sind und für die Darmflora und sich schon alleine aus diesem Aspekt heraus etwas verändert. Jetzt gehen wir mal davon aus, jetzt haben wir den Zuschauer, der jetzt schon durch diese Einnahme von dem Cube seine 7 Kilo weg hat oder auch der Diabetiker, der dann eben sein Metformin vielleicht auch absetzen konnte im Idealfall. Mhm. Was ist aus deiner Sicht jetzt als ganzheitlicher Mediziner wirklich der Weg? Wir wissen schon, dass durch die Nährstoffdichte jetzt schon mal der Jojo-Effekt deutlich eingedämmt wurde. Aber wir sprechen ja hier nicht von einer Diät, die dann folgen soll, die wieder einschränkt und wieder geißelt, nein. sondern man sollte ja wirklich einen Weg finden, dass man das, was man isst, wirklich liebt und sich drauf freut und es schmeckt. Mhm. Aber wie kann das ablaufen jetzt wirklich im Idealfall? Mhm. Wie oft esse ich? Was frühstücke ich am besten? In welche Richtung soll es gehen? Mhm. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass erstens nach dieser Phase 1, das ist das Intensivcuben, da ernähre ich mich ausschließlich mit dem Nährstoffwürfel. Mhm. In einem bestimmten Ablauf, da gibt es genaue Vorgaben, wie man das machen sollte und wie das auch sinnvoll ist. Der Ansatz dient dazu, auch sich neu kennenzulernen. Mhm. Also ich meine, wenn man keinen Hunger hat, aber weniger isst, der eine Anwender hat mal gesagt,
mein Hund frisst mehr, ja, von der Menge her. Ja, das sagt vieles. Also schon mengenmäßig ist es stark reduziert. Es ist kalorienmäßig stark reduziert. Und trotzdem sind die Leute leistungsfähig. Und ich habe auch mal gesehen in einem Interview mit dir, dass auch Entgiftungsprozesse einsetzen, was sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist heute. Also ich würde sagen, eines der wichtigsten, aber die Vorstufe dazu ist der Säure-Basen-Ausgleich. Oh ja, wenn der nicht geschaffen ist, dann gibt es auch keine Entgiftung. Ja. Denn dann Säurelast blockiert Entgiftung, das wissen wir. Inzwischen. So, und jetzt zum Alltag. Okay, jetzt habe ich das also eine Woche oder zwei Wochen gemacht. Hab die Erfahrung gemacht und denke nach spätestens 2 Tagen, spätestens 3 Tagen, denke ich, Essen ist eigentlich gar nicht mehr wichtig. Das hat nicht mehr die Bedeutung. Also es gibt auch mental einen Reset. Lust auf, genau. Ja, so. Ich und viele Forscher glauben, dass dieser Heißhunger der Schrei der Zellen nach Nährstoffen ist. Und ich habe vor kurzem einen langen Artikel geschrieben in einer Ernährungszeitung über das Thema Nahrungsergänzung und gesunde Ernährung. Und ich stehe für gesunde Ernährung, ganz klar. Weil Nahrungsergänzung entspricht nicht unserer Stoffwechselphysiologie. Die ist viele tausend Jahre alt. Und die hat sich der Neandertaler kannte keine Pillen, oder? Nee. Deswegen sage ich, wir packen alles das in einen Nahrungsmittel, in einen Nährstoffwürfel, und der sättigt alles das, was nötig ist, auf. Und der Effekt ist, dass die Leute sagen, hey, ich habe nie so tief geschlafen wie in dieser Zeit. Ich habe hohe Leistungsfähigkeit. Ich bin tagsüber im Büro wirklich präsent oder in meiner Arbeit kann ich leisten. Und abends bin ich immer noch nicht müde. Mhm. Ja, wir haben das für einen Spruch entwickelt, smart at work, sexy at home. Also, ja, so, das wäre so der Effekt. So, und dann sagen Sie nach 2 Wochen, so, jetzt gehe ich in die Phase 2. Das war jetzt die Phase 1. Ja, genau. Jetzt gehe ich in die Phase 2. Was heißt das? Also dann stellen wir oft die Frage, ja, wie sind deine Gelüste? Möchtest du Süßes essen? Möchtest du Fleisch essen? Hast du Lust auf Schweineschnitzel oder was ist? Nein, ich will nur Salat. Mhm. Ich will Grünes, also die Affinität zu Pflanzenkost ist gestiegen. Die Affinität zu Süßem ist oder Alkohol oder Nikotin ist gar nicht mehr vorhanden. Häufig hören die Leute auf, Süßes zu essen in der Zeit. Und jetzt kommt es darauf an, dass ich also jetzt sozusagen das Ganze, was ich jetzt erfahren habe, dass ich das sozusagen festige. Mhm. Und dann sagen wir, okay, alternierend, ein Tag Cuben und ein Tag normale Ernährung. Unsere Empfehlung diesbezüglich ist, ernährt euch so wie die Leute, die alt werden und dabei gesund sind. Das sind diese Blue Zone Ernährungen. Mhm. Das heißt, ich habe da so eine Formel entwickelt, die heißt 3:1, 3 Teile Pflanzenkost, 1 Teil tierisches Eiweiß, wenn es denn sein muss. Es gibt viele, die lassen auch das weg. Aber es gibt keinen Grund, das auszuschließen. Das kann natürlich Milchprodukte sein, das können Eier sein, das kann natürlich auch Fleisch oder Fisch sein. Aber man sollte diesbezüglich zurückhaltend bleiben und sich lieber auf die Pflanzenkost konzentrieren. Roh oder gekocht? Wie siehst du da das Verhältnis? Also wenn ich roh das esse, muss ich es sehr gut kauen. Mhm. Das habe ich in der Phase 1 gelernt. Mhm. Denn jedem Bissen von dem Cube sollte ich 30 Mal mindestens kauen. Ah, okay. Das ist auch eine Art Kauerziehung, weil dann einfach der Effekt größer ist. Und das Gleiche führe ich dann in den Mahlzeiten mit Pflanzenkost und tierischem Eiweiß weiter. Dann kann ich ja Rohkost essen, wenn ich 30 Mal kauen muss. Ja. Das sollte dann irgendwann nur noch Wasser im Mund sein. Dann hast du das so weit aufgeschlossen, dass auch deine Darmbakterien damit klarkommen. Dann gibt es auch keine Blähungen. Dann nähre ich damit nicht die Gasbildner. Dann kann das sofort verstoffwechselt werden. Also es sind so einfache kleine Tricks. Ja, Also unsere Zeit ist schon wieder rum. Wenn die Leute sich wirklich zum Thema gesunde Ernährung, Abnehmen, Gewichtsreduktion, Entgiftung oder eben auch wirklich mal dem Adipositas vielleicht vorzubeugen oder auch entgegenzuwirken, informieren wollen, hast du da Quellen?
Ja, also die wichtigste Quelle ist unsere Webseite, www.swiss-cube.com. Super. Vielen Dank, lieber Franz, dass du da warst. War super interessant und ich freue mich auf weitere Interviews mit dir. Vielen Dank auch. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie fanden es auch so interessant wie ich. Und falls Sie weitere Informationen möchten über unsere Gäste oder Kontaktdaten, gehen Sie einfach auf unsere Webseite www.qs24.tv. Dort finden Sie eine Suchleiste. Da können Sie Frank Schulze eingeben oder Leaky Gut oder eben eine Krankheit, die Ihnen gerade so einfällt. Und Sie bekommen die passenden Interviews, die wir schon für Sie abgedreht haben, zur Verfügung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!